Die Snare Drum wird in der deutschen Blasmusik auf verschiedenste Art und Weisen gespielt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal und zu diesem Video. Heute behandle ich das Thema die Snare Drum und ihre Rolle in der deutschen Blasmusik, denn das ist das letzte Instrument, das ich noch nicht vorgestellt habe. Und ich würde mal sagen, los geht es. Haben wir es mit verschiedenen Spielarten zu tun? Wir haben es mit den Presswirbeln zu tun, Rudiments, Abschlägen und so weiter. Aber die Rimshots werden nicht gespielt. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ein Presswirbel funktioniert. Also ich habe zwar schon ein Video über den Presswirbel gemacht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auch hier oben, das könnt ihr euch anschauen, aber trotzdem mache ich das mal im Schnelldurchlauf. Der Presswirbel nutzt den Rebound der Snare Drum aus, also den Rebound des Schlagfells, und zwar in der Form, dass wir jeweils eine Abfolge einsetzen, und zwar rechts, links, rechts, links, und dabei lassen wir den Stock hüpfen auf dem Schlagfell, und das Ganze klingt langsam so. Und damit es zum Wirbel wird, müssen wir das Ganze sehr schnell spielen. Wie gesagt, die genaueste Erklärung findet ihr in dem einen Video, das ich ja unten verlinke und da oben auch. Ja, es kommen also verschiedene Rudiments zum Einsatz, wie zum Beispiel der Single Stroke Rod. Dann haben wir den Double Stroke Roll. Dann haben wir zum Beispiel auch den Paradiddle. Und es kommen noch bestimmt weitere Rudiments in der deutschen Blasmusik im Einsatz. Ich habe mir heute für den Workshop ein sehr interessantes Lied ausgesucht, denn es zeigt exakt die wunderbare Rolle der Snare Drum in der deutschen Blasmusik. Das Lied heißt, ja, wenn dat Trommelsche geht, und im Refrain des Liedes wird eine ganz besonders interessante und nicht gerade einfache Snare Drum Arbeit gefordert. Und zwar, es ist so, dass dieser Refrain aus verschiedenen Abschlägen und Presswirbeln und Rudiments besteht, und das Ganze ist hochinteressant. Wir beginnen jetzt mal schnell mit dem Anfang, und zwar da haben wir vier Schläge, die mit beiden Händen auf der Snare Drum ausgeführt werden, und zwar, ja, wenn dat trö. Also bei Trommelchen, der Anfang, trö, wird ebenfalls noch mit beiden Händen gespielt. Also, ja, wenn, dat, so. Dann kommt eine sehr interessante Abschlagfolge von kurzen und langen Schlägen und eines Presswirbels. Und das Ganze klingt so. Das Ganze geht dann so weiter und folgt der Melodie des Refrains, und das Ganze klingt so. Und dann wird es interessant, denn wenn Alaf, Alaf, Kölle, Alaf, Alaf kommt, dann kommen lange Presswirbel zum Einsatz, und das klingt dann so. Thank you.
Kölle haben wir den langen, langen Presswirbel. Und bevor das Alarv kommt, haben wir dann diese sehr interessanten Schlagabfolgen. Und in Zusammenarbeit mit der Bassdrum und der Snare Drum, und mit der Zusammenarbeit mit der Bassdrum und den Marschenbecken klingt der Refrain genauso. Videos über die Bassdrum und den Marschenbecken gemacht. Die findet ihr ebenfalls hier oben und in der Videobeschreibung dort unten. Ja, dieses Lied zeigt doch eindeutig, wie genial die Rolle der Snare Drum in der Marschenmusik doch ist und wie schön das Ganze erklingen kann. Und ja, wichtig ist also auf jeden Fall, dass die Presswirbel sehr, sehr, sehr sauber und klar und deutlich ausgeführt werden, dass auch die Abschläge sehr wunderbar funktionieren. Und vor allen Dingen, das habe ich auch eingangs erwähnt, dass die Rimshots nicht benutzt werden. Es kommt selten vor, dass Rimshots benutzt werden bei der Marschmusik. Das ist eigentlich generell so der Fall, sei es bei der amerikanischen Drum Corps oder bei den Pipes in der Drumming oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt kein Rimshot zum Einsatz. Und das ist sehr, sehr interessant, wobei man den Rimshot durchaus schön einsetzen kann. Ja, was sei noch wichtiges zu erklären, dass halt eben auch sehr viel Dynamik, sehr viel Lautstärke unterschiedlich verwendet werden, dass auch vor allen Dingen, wie die Snare Drum gespielt wird, es auf das Lied ankommt, was gespielt wird, auf die Art der Musik, die gespielt wird. Und da nimmt die Snare Drum immer eine sehr, sehr wichtige Rolle ein, denn sie ist genau das schlagende Herz in der Marschmusik, denn ohne Snare Drum, da erklingt keine Marschmusik wirklich toll. Man hat nur die Bassdrum und die Marschenbecken und das Ganze erklingt nicht wirklich gut und deswegen ist die Rolle der Snare Drum in der Marschenmusik enormst wichtig. Auch bei den Drum Corps in Amerika oder bei der Pipe Music in Schottland. Ganz, 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 ganz wichtig ist dort die Rolle der Snare Drum. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da, dann abonniert meinen Kanal und ich würde dann mal sagen, danke fürs Anschauen, danke fürs Abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!